Am Samstag steht für Viktoria Köln das erste Liga-Heimspiel der Saison an. Vorab haben wir uns mit Gegner Wehen Wiesbaden zum virtuellen Duell getroffen. Wie die Höhenberger im Einsatz Marvin Hinz von der Academy of Esports. Anstoß für die weiß gekleideten Kölner. Über die halbrechte Seite kommt Wehen Wiesbaden zu der ersten Offensivaktion der Partie. Emanuel Taffertshofer auf Benedikt Tollerbach und der scheitert am gut postierten Elias Börner. In der Folge Wiesbaden weiterhin ruckvoll. Taffertshofer durchs Zentrum auf Wurz, der findet neben sich Jakobsen. Schöner Ball auf Hollerbach und der mit dem Chipball in Richtung Iredale. Und der zieht ab und der Pfosten verhindert noch das 0:1. Doch das sollte sich bald ändern. Wiesbaden durchs Zentrum über Wurz und wieder über Jakobsen. Der findet im 16er seinen Mitspieler, der spielt zu Hollerbach und 0:1. Wiesbaden geht in Minute 26 mit 1:0 in Führung. Nach dem Rückstand nur noch die Viktoria Hellwach in der Partie. Kommt über Florian Heister, über Lorch, über Marcel Risse. Der findet Youssef Amin und der tanzt 1 aus, dann 2 aus, tanzt 3 aus. Macht die Ballrolle, legt den Ball auf den linken Fuß, zieht ab und 1:1 für Viktoria Köln in der 31. Minute. Und es ist wieder Youssef Amin, der bereits in Mannheim zum 1:1 für seine Mannschaft traf und sich nun feiern lassen darf von den eigenen Fans und von der eigenen Mannschaft. Weiterhin die Viktoria. Kurze Ecke von Risse auf Simon Handel. Der sucht den Weg in Richtung 16er. Und wer ist da frei? Natürlich wieder Youssef Amin. Und der macht da weiter, wo er aufgehört hat. Tanzt die Abwehr der Wiesbadener aus. Die finden überhaupt keine Lösung. Stattdessen findet Amin den Abschluss. Aber in Stritzel seinen Meister. Folgerichtig die nächste Ecke. Wieder von Cello, wieder kurz auf Simon Handel. Der sucht jetzt mal selber den Weg in Richtung Tor. Bleibt aber an Goppel hängen. Und so geht es für beide Mannschaften mit einem 1:1 in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel lange nichts los in Höhenberg. So springen wir in die 78. Minute. Jakobsen auf Taffertshofer. Sontheimer dazwischen, verlegt den Ball an Johannes Wurz und der schaltet schnell, sucht Iredale und der macht das 2:1 für Wehen Wiesbaden. Was ein unglücklicher Gegentreffer für die Viktoria. Und nun darf sich der Rückkehrer aus Paderborn feiern lassen. Doch die Viktoria steckte auch diesmal nicht auf und kam wieder zurück in die Partie. Ben Hompesch bei seinem Drittligadebüt über die halblinke Seite findet keine Lösung gegen eine gut postierte Wiesbadener Abwehr. Versucht es einmal über Luca Maseila, aber auch er kommt nicht durch. Wieder zurück auf Ben Hompech gespielt. Der findet Simon Handle mit dem Rücken zum Tor. Aber dann Youssef Amin findet Lorch und der findet nicht den Abschluss und bleibt hängen. Und dann geht es ganz, ganz schnell für die Wiesbadener über Prokop, der auf Kurt. Kurt auf Hollerbach, wieder zurück auf Prokop über die linke Seite. Und die Viktoria-Abwehr nun löchrig wie ein Schweizer Käse. Iredale findet Benedikt Hollerbach und dann viel zu viel Platz auf der rechten Seite für Emanuel Taffertshofer. Der läuft in den 16er und wieder zurück auf Benedikt Hollerbach und der stellt auf 3:1. Die Viktoria damit wieder im Anschlusskreis und versucht nochmal in die Partie zu kommen. Florian Heister mit dem Fehlpass. Brumme fängt ihn ab und dann geht es schnell. Taffertshofer, L1 und Dreieck. Damit schickt der Iredale auf die Reise in Richtung Viktoria-Tor. Der mit dem linken Fuß in die Mitte zu Benedikt Hollerbach und per Volley macht er das 4:1 und seinen ganz persönlichen Dreierpack. Die Partie damit natürlich entschieden. Doch die Viktoria kommt nochmal über die rechte Seite. Marcel Risse, Doppelpass mit Youssef Amin. Und auch Risse kann L1-Dreieck. Findet Hemke im 16er und der zieht mit seinem rechten Fuß ab. Aber die Abwehr der Wiesbadener ist weiterhin hellwach. Die letzte Ecke in der Partie, Chefsache. Marcel Risse tritt an, aber Florian Stritzel hat erneut seine Finger im Spiel. Und dann ist die Partie beendet. Mit 4:1 gewinnt der SVW in Wiesbaden das virtuelle Duell mit Viktoria Köln. Gratulation an die Hessen und natürlich an Sascha Mockenhaupt. Die Revanche gibt es dann am Samstag im Sportpark Höhenberg auf dem richtigen Rasen. 14 Uhr ist Anpfiff, seid live mit dabei und bis dahin.